wir stehen mehr als hinter dem Präsidium. Das ist unser Präsidium und das auch in Anspielung auf die Personalie. Ich möchte den Namen gar nicht so bemühen, der dauernd hier genannt wird und der auch in den Medien immer wieder genannt wird, weil ich finde, man muss das wirklich mal ernsthaft hinterfragen, was passiert da. Welchen Sinn und Zweck verfolgt das Ganze? Geht es darum, irgendwelche Eitelkeiten zu befriedigen? Geht es darum, einen formalen Fehler aufzudecken? Oder worum geht es hier? Unabhängig darum, all das zu wissen, welche Hintergründe dahinter stecken, sollte man sich aber bewusst sein, dass dieses Präsidium seit Monaten einen unglaublichen Job macht und insbesondere in der Zeit, als die KGaA ohne Geschäftsführung dastand, hat sie im Grunde dieses Loch noch mit ausgefüllt, das alles ehrenamtlich, und wenn ich dann teilweise höre, dass von welcher Person auch immer kritisiert wird, dass sich das Präsidium bereichern möchte am Verein oder dergleichen, dann kann ich nur mit dem Kopf schütteln und muss hinterfragen, was denn hier eigentlich los ist. Für mich war und ist nach wie vor das Präsidium mein Präsidium und der Grund, warum ich hier überhaupt von Dortmund nach München gekommen bin, weil man mit diesen Leuten arbeiten kann, weil ich ganz froh bin, dass mit Gerhard Mayrhofer, mit Erik Altmann, mit Peter Helfer und Heinz Schmidt vier Leute da sind, die nicht nur eine Leidenschaft und ein absolutes Herz für die Löwen haben, sondern das Ganze auch professionell angehen, ehrenamtlich angehen, und das sind nicht nur 5 Tage teilweise in der Woche, die sie für 60 zur Verfügung stehen, sondern weitaus mehr. Und ich glaube, das muss auch einmal gesagt werden, dass dieses Präsidium in den letzten Monaten einen unglaublichen Job getan hat und ich sehr, sehr froh bin, dass es dieses Präsidium gibt. Wir haben uns bereichert. Das wird behauptet, das wird, steht in der Zeitung, das liest auch meine Familie oder die Familie der Kollegen, und es gibt eigentlich relativ wenig Auflehnung dagegen. Ich bin momentan da ein bisschen ratlos, was wir machen sollen. Ich weiß nicht, wer jetzt einladen sollte zu einer Delegiertenversammlung, Mitgliederversammlung. Und das sagt uns auch keiner. Die Richterin hat ja gesagt, sie sagt uns nicht, wie es geht, sie sagt uns bloß dann, ob das, was wir gemacht haben, gegangen ist oder nicht. Vielleicht gibt es in den nächsten Tagen noch was, aber momentan fühle ich mich extrem in der Arbeit behindert. Und ich habe jetzt eigentlich auch keine Lösungsmöglichkeit. Wir sind für jeden Hinweis, für jede Lösungsmöglichkeit dankbar.